Die meisten Schweizer Schauspieler träumen von einer grossen Karriere im Ausland. Nur der wenigste gelingt eben auch der grosse Schritt über den Teich. Einer, der bald von Hollywood träumen darf, ist der Manuel Miglioretto von 20 Regeln für Silvia. Anscheinend hat er ein Engagement in L.A. können erhaschen. Die News hat uns heute Nacht erreicht. Ob das wirklich so ist, fragen wir jetzt beim Produzenten von 20 Regeln für Silvia nach beim Jacques Gadouf. Ich habe in den letzten Tagen schon irgendwie Mails gekriegt und es ist so irgendwie etwas im Raum gestanden, dass da Universal Studios Interesse hat an meinem Film. Und habe mich natürlich schon gefreut und gedacht, ah cool, jetzt können wir vielleicht irgendwie dick verkaufen. Und dann hat mein Assistent aus Los Angeles hat dann, geschrieben, dass es um Manuel geht, dass sie Kick-Ass drehen und auch als Nerdman dort gecastet ist. Und das ist natürlich gerade so toll, vor allem für Manuel. Und von dem her ja, haben wir das irgendwie eingeleitet und so wie ich es mitbekommen habe, ist gesehen, dass der Film ist auch in New York gelaufen und dort hat man, das scheint, also es scheint jemand dort gewesen sein, der dann nachher weitergeleitet hat. Und wo wir in L.A. ein Screening gemacht haben, wo einiges grösser war, dort muss ein Universal Representative irgendwie im Publikum gesessen sein. Und es ist ja so gewesen, es war natürlich ein sensationelles Screening in Los Angeles und der Manuel hat dort schon ganz viel Herzen erobert und Leute zum Lachen gebracht. Also von dem her eine kleine Cinderella-Story, einfach nicht für Cinderella, sondern für unseren guten Manuel Miglioretto, der Marcel in 20 Regeln spielt. Was für eine News und was für eine Chance für den Manuel, dann wollen wir ihn dazu natürlich auch noch hören. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Ja, unglaublich. Ich kann es selber gar noch nicht fassen. Also, es ist ein riesiger Schritt, riesige Chance für mich. Ja, und also nach dem 20 Regeln für Silvia haben wir insgeheim schon gehofft, dass da weiter stehen könnte. Aber gerade so, wow, Respekt. Wir gratulieren und fragen natürlich, wie geht es denn jetzt weiter, Manuel? Dreht wird im Herbst und jetzt werde ich nächstens gehen Westen ziehen und das Kapitel Schweiz mal archivieren. Und genau. Manuel, gibt es denn sonst noch irgendetwas zu deinem Engagement zu sagen? April, April. Leider haben die Rolle doch nicht bekommen. Aber ich bleibe dran. Und ihr könnt mich jetzt sehen in 20 Regeln für Silvi auf Teleclub.